Liebe Zuschauer, willkommen. Deutschland trauert um die Opfer des Flugzeugabsturzes. Ein Schatten lag auch über der Echo-Gala gestern Abend in Berlin. Stars wie Herbert Grönemeyer konnten und wollten ihre Trauer nicht verbergen. Diesmal war alles ein bisschen anders bei der 24. Echo-Verleihung. Alles, bis auf eine. Und die hat mal wieder atemlos abgeräumt. Für viele war Karl Moik der König der Volksmusik. Gestern ist er im Alter von 76 Jahren gestorben. Nicht nur seine Familie trauert, sondern auch die Welt der Volksmusik. Karl Moik hat wie kein anderer vielen Stars mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Und er hat mancher Karriere auch die entscheidende Starthilfe gegeben. Wir sehen uns gleich wieder dann mit diesem Thema nach einer ganz kurzen Pause. Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Der Baby-Countdown in Großbritannien läuft. Mitte April kommt Baby Nummer 2 für Herzogin Catherine und Prinz William. Eigentlich könnte sich Catherine so langsam ein bisschen schonen, aber von wegen. Sie ist eben keine Prinzessin oder in diesem Fall Herzogin auf der Erbse. Der Terminkalender war auch heute wieder gut gefüllt. Herrlich, macht Spaß. Kostja Ullmann vor dem Traualtar, aber nicht mit seiner Langzeitpartnerin Janine Reinhardt. Sondern aktuell nur für einen ZDF-Film. Aber so ein bisschen heiraten üben kann ja nicht schaden. Immerhin ist er ja auch im wahren Leben schon verlobt. Ja, ist nur gar nicht so einfach, einen Termin zu finden, wenn man die perfekte Hochzeit haben will, aber so viel dreht wie Kostja. Fakt ist, die Gäste müssen schick sein. Sie könnten sich dafür von unserem Aha, na ja inspirieren lassen. Hier kommt unsere modische Stilkritik der Woche. Ja, das war's wieder für diese Woche von uns. Wir halten Sie natürlich auf unserer Facebook-Seite auf dem Laufenden unter facebook.com/leuteheute. Uns gibt's am Montag wieder um 17:45 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Tschüss, machen Sie es gut.